Ich heiße Brian Melican und ich bin Lost in Deutschland. Als Ausländer muss man bereit sein, sich den Normen in seiner neuen Heimat anzupassen. Denn es würde ja doch nicht angehen, dass ich beispielsweise als Einwanderer verlangen würde, dass sich die Leute mir gegenüber auf Englisch äußern. Oder dass ich mir in jedem Café Eggs und Bacon bestellen könnte. Und an Anpassungswille meinerseits fehlt es natürlich gar nicht, beziehungsweise schon in einem Pünktchen. Bekennender Sitzfinkler immer gewesen, gut anerzogen meiner Meinung nach, hat was mit Sauberkeit zu tun. Das habe ich mir angewöhnt, seitdem ich alleine wohne oder beziehungsweise selber für die Reinlichkeit des Bades zuständig bin. Also wenn ein Pissoir da ist, dann da rein, ansonsten sitzen, ja. Das habe ich von Kindesbeinen an beigebracht bekommen, in der Tat. Wenn ich in der Stadt bin, dann stehe ich lieber, weil man weiß nicht, wer vorher auf dem Sitz gesessen ist. Ja. Aber zu Hause sitze ich lieber. Ich nehme das immer zum Vorbild, wo der am Boden sitzt und dann ins Becken reinpinkelt oben. Stellen Sie sich mal vor, es ist Freitagabend, Sie waren hier in der Altstadt unterwegs oder so, auf der Heimstrecke, na, da müssen Sie dringend, dann pinkeln Sie schon im Stehen, oder? Dann würde ich schon im Stehen pinkeln, ja, so ehrlich bin ich auch, genau. Deswegen, die Deutschen trinken ja viel Bier. Und weil die Männer nicht immer daran denken, kurz aufs Klo zu gehen, bevor sie nach Hause lostorkeln nach einem Saufgelage, sehen sie sich oft genug dazu gezwungen, das auf der Heimstrecke, sagen wir mal, nachts zu erledigen. Dagegen haben sich die armen Straßenreiniger von Deutschland über ihre Berufsverbände Initiativen finanziert, den Männern das im Stehenpinkeln völlig abzugewöhnen, damit sie nicht mehr die Versuchung verspüren, die Bahnhöfe und Vergnügungsviertel von Deutschland zu verpesten. Wenn man jung und gesund ist, kann man ja mit einem relativ kräftigen Harnstrahl die Schüssel treffen. Allerdings müssen Sie sich mal vorstellen, wenn ein heftiger Harnstrahl auf einen Widerstand stößt, wie zum Beispiel Porzellanschüssel, spritzt das überall. Das ist vielleicht von der Sauberkeit her ein Aspekt, aber von der Hygiene her ist es so, dass im Urin einfach keine Krankheitserreger normalerweise vorhanden sind. Dass alles ein bisschen nass gesprenkelt ist, das ist ein spezielles Thema. Das betrifft ja vielleicht mal die Putzgewohnheiten oder den Unwillen, hinter jemanden her sauber machen zu müssen. Es ist übrigens auch so, dass das mit dem Stehpinkeln auch ein Problem der Frauen tatsächlich auch ist. Auch Frauen gehen nicht gerne auf eine fremde Toilette und setzen sich dahin. Die hocken sich hin oder stehen drüber. Aber auch sie haben ja diese Ekel, sich auf eine fremde Toilette zu setzen und machen häufig auch im Stehen. Ja? Vielleicht also doch keine Initiative des Berufsverbandes der Deutschen Straßenreiniger. Denn ich habe nachgeschaut und den Verband gibt es ohnehin nicht. Allerdings eine ziemlich neue Entwicklung, die nicht nur, wie ich zunächst dachte, nur Männer betrifft.